Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von Universe. Heute, wie ihr im Thumbnail schon gesehen habt, diesen Booster hat tatsächlich meine Katze in den Händen gehabt. Mal gespannt, ob sie Glück bringt. Falls euch jetzt fragt, ob das irgendwie gestaged war oder so, nein, der lag tatsächlich im Bad und die hat sich den geschnappt. Und dann habe ich mir gedacht, mache ich gleich mal ein Foto davon. Und wer weiß, vielleicht ist das ja der Glücksbooster und wir können unsere Pechsträhne endlich brechen. Ich hatte ja wirklich in den letzten Unboxing immer nur Pech. Aber bevor wir den öffnen, öffnen wir noch diese zwei hier. Vielleicht haben wir ja vorher schon Glück. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder ein Basepack ziehen oder ob es jetzt wirklich endlich mal vorbei ist und wir zumindest mal ein bisschen Glück haben können. Schauen wir mal rein. Wir haben Die Executor, beziehungsweise Die Executor, aber zumindest ist eins davon auf Englisch. Dann Admiral Akbar, cool. Geonosianischer Krieger, C-3PO's Episode 7. Und dann sind wir schon bei unserem Spot. Und was ziehen wir? Okay. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt langsam so zur Tradition wird, dass die Booster Packs so scheiße sind. Aber ich denke, ich muss dazu einfach nichts mehr sagen. Es ist wirklich einfach nur noch ein Witz. Ich habe locker seit 30 Boostern keinen Forstmeister gezogen. Das ist aber auch eine Geldverbrennung, aber bin ich wirklich so eine Pechmaschine? Das ist ja wirklich unfassbar. Nächster Booster. Nächster Booster. Komm schon. So, das muss doch hier jetzt mal was werden. Okay, wir haben eine gute Basekarte hier. Darth Vader. Gefällt mir das Artwork. Geil. Dann haben wir Beru Lars. Ziehmutter von Luke. Darth Maul. Geil. Die Karte zu Episode 1. Und jetzt, come on, haben wir einen Hit. 3, 2, nee, es ist irgendwann mal genug. Was ist das? Hä? Hä? Nee. Nee, 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 nee. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ob mir zum Lachen oder zum Weinen ist. Guck mal. Komm schon. Komm schon. Unsere Katze muss recht gehabt haben, dass dieser Booster jetzt die Serie bricht. Bitte enttäusch mich nicht. Digga, das sind schon wieder zwei Basepacks. Das gibt es doch nicht. Okay, der Booster lässt sich auch schon schwer öffnen. So, jetzt. Come on. Lässt sich wieder gar nicht gut öffnen. Okay. Ich sag einfach nichts mehr. Wir haben Lando Calrissian. Padme Amidala, stark. Dann Darth Vader, diesmal in einem anderen, Artwork. Sam Weasel. Okay, kommen wir zur letzten Karte. Wir haben unfassbarerweise schon wieder zwei Basepacks. Und die letzte Karte, hatte meine Katze recht, ist die Pechsträhne endlich gebrochen und ziehen wir einen Forstmeister. Komm schon. 3, 2, okay. Fehlt mir noch, aber ich sag euch so wie es ist, das macht mich jetzt auch nicht, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Eine coole Starcard auf jeden Fall fehlt mir noch. An der Stelle, Props an meine Katze, du hattest einen scheiß Booster, danke für gar nichts. Lösch dich. Und wieder zwei Basepacks. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Serie, seitdem ich die angefangen habe, einfach in jedem Video nur Basepacks gefühlt. Aber natürlich, ich bin natürlich jetzt maximal gebrochen, aber ich werde die Serie nicht aufhören. Ich habe noch Booster und Displays und wir werden weitermachen. Und von mir aus öffne ich 1000 Booster, bis wir den Forstmeister ziehen. Ich werde nicht aufgeben, wir werden weiterkämpfen. Und ja, mit diesen Worten möchte ich das Video abschließen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.